So, guten Tag, meine Damen und Herren. Bei diesem Thema waren wir ja das letzte Mal stehen geblieben. Das heißt, wir haben es eigentlich fast schon geschafft. Das ist das Beispiel, was Sie beim letzten Mal als Einführung gesehen haben, mittendrin. Einfach nur noch mal zum Hineinkommen, worum es dabei geht. Es geht um Hash-Tabellen. Was ist eine Hash-Tabelle? Das ist zunächst mal organisiert einfach als ein ganz normales Array. Sie haben Methoden zur Verfügung zum Einfügen und zum Suchen eines Elementes. Ein Element besteht aus einem Schlüsselwert, nach dem Sie suchen können, und einer zugehörigen Information. In diesem einfachen Beispiel englische Wörter als Schlüsselwerte und eine deutsche Übersetzung als Information, mehr nicht. Das kann natürlich beliebig kompliziert gestaltet sein, beliebige Schlüsselwerte, ganze Zahlen, Strings, so wie hier oder sonst irgendwas, beliebige Informationen, die da dran hängen. Hier sehen Sie ein Beispiel zum Einfügen. Wir haben über Hash-Funktionen beim letzten Mal gesprochen, so wie die hier. Eine Hash-Funktion bekommt als Eingabe ein Element des Schlüsselwerttyps, also einen Schlüsselwert, so wie hier Lemon, und berechnet daraus einen der Indizes in diesem Array. Also dieses Array hat Größe 13, das heißt, es wird ein Wert von 0 bis 12 berechnet. Dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man solche Hash-Funktionen basteln kann. Und die Logik beim Einfügen ist die, wenn wir an dieser Stelle noch nichts gespeichert haben, noch keinen Schlüsselwert gespeichert haben, dann speichern wir dort den einzufügenden Schlüsselwert. Hier sehen Sie, das war meine Darstellungsweise, die grauen Array-Komponenten sind welche, wo schon ein Schlüsselwert jeweils mit Informationen dazu gespeichert ist. Die weißen sind noch frei. Und da hier dieser Index noch frei war, speichern wir dort die Zitrone hinein. Wir haben auch gesehen, dass das Thema Kollision. Ja, wenn wir beim ersten Mal auf einen Index stoßen, zum Beispiel den hier, der schon besetzt ist, dann müssen wir einen zweiten Index suchen, probieren es dort, wenn der auch schon besetzt ist, einen dritten Index und so weiter und so fort. In diesem Beispiel hatten wir dafür Linear Probing als Strategie, die ganz einfache Strategie: Wenn ein Index schon besetzt ist, wird einfach der nächste geschaut, wenn der schon besetzt ist, der nächste, der nächste, der nächste und so weiter, bis dann hier hinten der erste Index leer ist und dort würden wir dann das Element speichern. Wir haben bessere Strategien als Linear Probing beim letzten Mal gesehen. Möchte ich jetzt nicht nochmal alles im Detail hier besprechen. Das haben Sie auch auf der Aufzeichnung bzw. in dem zugehörigen Video zu Hash-Tabellen. So, das ist das Einfügen. Und die zweite Operation, das Finden, geht nach demselben Schema. Dieselbe Funktion, dieselbe Hash-Funktion wird angewandt, um einen ersten Index zu berechnen, wo potenziell der gesuchte Wert drin ist. Das ist in diesem Beispiel jetzt hier der Fall. Orange war tatsächlich an dieser Position gespeichert. Das muss aber nicht immer so sein. Wenn wir beispielsweise jetzt die Pflaume suchen und der erste Index war dieser, dort war aber schon, bevor wir die Pflaume eingespeichert haben, war da schon die Banane eingespeichert. Das heißt, beim Einfügen haben wir festgestellt, an diesem Index, dort können wir nicht einfügen. Also eins weitergeschaut. Und beim Einfügen war es auch tatsächlich so, dass wir an dieser Stelle dann einen leeren Index gefunden haben, wo wir dann die Pflaume einspeichern konnten. Und letzte Variante: Wir suchen einen Schlüsselwert, den wir gar nicht eingespeichert haben. Ja, eine Matrikelnummer, die gar nicht existiert, eine Kontonummer, die gar nicht existiert. In diesem Fall einfach ein Obststück, das nicht eingespeichert ist. Erster Versuch ist an diesem Index. Dort ist die Aprikose gespeichert. Also in dem Moment weiß der Algorithmus noch nicht, ob
die Mango drin ist oder nicht. Aber er wird jetzt einen Schritt weiter suchen. Hier stößt hier auf einen leeren Slot und jetzt weiß der Algorithmus, dass die Mango unmöglich in der Hash-Tabelle gespeichert sein kann. Denn wäre sie gespeichert worden, wäre die Mango schon eingefügt worden, dann wäre sie entweder hier eingespeichert worden, dort ist die Aprikose, also dort nicht, oder der nächste Versuch wäre hier gewesen, spätestens hier wäre die Mango eingespeichert worden, denn hier ist ein freier Platz. Dadurch, dass wir niemals Elemente löschen in dieser einfachen Variante von Hash-Tabellen, dadurch, dass wir niemals Elemente löschen, wissen wir, wenn jetzt dort ein freier Platz ist, dann war vorher auch dort ein freier Platz. Wenn wir also vorher die Mango eingespeichert hätten, dann hätten wir spätestens an dieser Stelle einen freien Platz gefunden, um die Mango zu speichern. Dieser freie Platz ist nicht benutzt worden, um die Mango zu speichern, also kann sie niemals, nie und nimmer drin sein. So, das nur nochmal zur Erinnerung, zur Illustration, worum es geht. Wir haben im Wesentlichen alles schon soweit besprochen. Was uns noch fehlt, ist das Thema asymptotische Komplexität. Ein Thema, mit dem wir uns ja konzeptionell vor ein paar Wochen auseinandergesetzt haben und was uns natürlich immer wieder als Handwerkzeug begleitet. Heute werden wir eine interessante Variation des Themas asymptotische Komplexität hier sehen. So, der Normalfall, das hatten wir schon öfters gesehen, was uns im Normalfall interessiert, ist der Worst Case. Wie schlimm kann es werden, wie schlimm kann die asymptotische Komplexität werden, wenn wir den schlechtestmöglichen Fall zufällig erwischt haben? Naja, was einem am schlimmsten passieren kann, ist, dass man sämtliche Indizes einmal durchgehen muss oder einen großen Anteil aller Indizes, die Hälfte aller Indizes oder so etwas, bis man endlich einen freien Index beim Einfügen gefunden hat, beziehungsweise beim Suchen, bis man dann das Element, das man sucht, gefunden hat. Das heißt, wir reden hier im schlimmsten Fall von etwas, von der Größe des Arrays, und das heißt auf gut Deutsch, wenn es um den schlimmsten Fall ginge, wenn das der entscheidende Punkt wäre, dann könnten wir das ganze Thema vergessen. Ja, also das kriegen wir genauso gut hin, wenn wir die Arrays einfach von vorne nach hinten füllen. Ein Element, das wir einfügen, nach dem anderen von vorne nach hinten einfügen. Dann bräuchten wir das ganze Brimborium mit den Hash-Tabellen und den ganzen Probing-Strategien und so weiter nicht. Also, wenn das der entscheidende Punkt wäre, wäre dieses ganze Kapitel völlig unnötig. Und die Frage ist, wenn wir jetzt mal nicht den Worst Case betrachten, also offensichtlich ist es doch so, wenn wir es halbwegs geschickt anfangen mit der Hash-Tabelle, wenn wir es halbwegs geschickt die Hash-Tabellen und die Probing-Strategie wählen und uns vielleicht dann auch noch hernehmen, dass das Array größer dimensioniert ist, als wir es brauchen, ja, dass wir 20-30% mehr Speicherplatz, mehr Komponenten im Array uns erlauben, als wir brauchen, oder vielleicht 10-fache oder sogar 100-fache, je nachdem, wie viel Speicherplatz wir da zur Verfügung haben. Also offensichtlich ist dieser Worst Case hier nicht das, was man in der Realität im Umgang damit beobachtet. Er ist nicht auszuschließen, aber es ist nicht das, was passiert. Und deshalb ist die Frage durchaus berechtigt, kann man da noch irgendwie was Besseres als nur mit dem Worst Case herumhantieren? Und naja, bei den ganz großen Fragen der Menschheit ist die Antwort natürlich immer dieselbe, jein. Gut, ob das jetzt eine große Frage der Menschheit ist, weiß ich nicht, aber auch hier ist die Antwort jein. So, was heißt dieses komische Jein? Ich meine, wir sind hier in dieser Lehrveranstaltung, sind wir es nicht gewöhnt, als Antwort Jein zu bekommen, nicht? Hier bekommt man ein Ja oder ein Nein typischerweise als Antwort. Also was heißt dieses Jein überhaupt? Was wir nicht hinbekommen werden, ist eine wirklich echte Abschätzung in dem Sinne, wie Sie das hier bisher bei anderen Algorithmen kennengelernt haben.
Wir werden es gleich sehen, was das bedeutet. Wir werden eine Abschätzung hinbekommen, die nicht ganz von dieser Welt ist, wenn ich das mal so formulieren darf, aber wo wir mit vernünftigen Hash-Funktionen und vernünftigen Probing-Strategien näherungsweise hinkommen. Wir werden konkret zwei Annahmen treffen, auf denen wir dann unseren asymptotischen Komplexitätsbeweis aufbauen. Diese Annahmen sind in der Realität völlig unerfüllbar, aber mit der Art von Hash-Funktionen, wie ich sie das letzte Mal als positiv herausgestellt habe, als Funktionen, die erfahrungsgemäß und auch aufgrund von mathematischen Überlegungen sehr, sehr gutes Verhalten in der Praxis zeigen. Mit solchen Hash-Funktionen kommen wir doch ziemlich nah, ich will fast sagen beliebig nah, an die zwei Annahmen heran. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch. Ich kann auch nicht garantieren, dass jeder von Ihnen am Ende dieses Termins das nicht mehr komisch findet. Aber ich bin mir sicher, man kann die Logik, die ich jetzt versuche, Ihnen nahezubringen, verstehen. Und wir werden natürlich wie immer bereit sein zu versuchen, Ihnen die Logik, wenn Sie da Probleme haben, nochmals näher zu bringen. Ich glaube, ich habe diese Folie irgendwann nachts um 3 nach dem so und so vielten Glas Bier erstellt und habe vergessen, das wieder rauszustreichen. Sie kennen das Baby-Langstrumpf-Prinzip? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also das heißt ganz konkret hier, das ist etwas, was man häufig in der Wissenschaft macht, also eigentlich was zum täglich Brot der Wissenschaft gehört, dass man idealisierende Modellannahmen macht. Auf Basis dieser idealisierenden Modellannahmen dann irgendwelche Schlussfolgerungen zieht, mathematische Schlussfolgerungen oder anderer Natur. Und wenn wir es schaffen, die Realität nahe genug an diese Modellannahmen zu bringen, dann lassen sich diese Schlussfolgerungen mit gewissen Abstrichen, mit gewissen Fehlern, die man damit noch einbaut, in die Realität übersetzen. So, das hatte ich beim letzten Mal schon ein paar Mal gesagt. Das hatte ich jetzt eben auch noch mal gesagt. Wenn wir wirklich das machen, wo ich beim letzten Mal gesagt hatte, das sind gute Strategien. Ja, Sie erinnern sich, ich habe öfters mal davon gesprochen, man soll Primzahlen hernehmen. Die Array-Länge sollte eine Primzahl sein. Die Vorfaktoren, mit denen wir die einzelnen vorkommenden Zahlen in der Hash-Funktion multiplizieren, sollten Primzahlen sein. Unterschiedliche Primzahlen alles. Große Primzahlen, wenn es geht. Wenn wir das alles so machen, dann werden die Annahmen, die zu diesem idealisierten Modell führen, näherungsweise erfüllt sein. Das lasse ich hier einfach stehen als Erfahrungssatz, den ich hier nicht weiter begründen kann. Man kann da durchaus in der mathematisch noch so einiges machen. Das sprengt aber erstens mal diese Lehrveranstaltung, die Thematik dieser Lehrveranstaltung, und zweitens mal müsste ich da viel mehr Vorwissen aus der Mathematik voraussetzen, und drittens mal, glaube ich, aller Erfahrung nach, interessiert es die Mehrheit dann auch nicht so wirklich dringlich. Ist aber trotzdem interessant, also falls Sie sowas interessiert. Gut, was sind die beiden Annahmen? Sie sehen jetzt schon, dass diese Annahmen in der Realität unerfüllbar sind. Folgendes: Die Hash-Funktionen, ja, mit denen wir hier für einen gegebenen Schlüsselwert, den wir einspeichern oder suchen wollen, mit einer gegebenen Array-Länge. Hier ist die Nummer des Versuchs, Versuch 1, Versuch 2, Versuch 3, Index 1, Index 2, Index 3 und so weiter. Die müssen deterministisch sein.
da dürfen wir nicht mit Zufallsvariablen, mit Math Random oder so etwas herumhantieren, mit Zufallsgenerator. Denn beim Suchen, beim Finden eines Elements, nachdem wir es eingespeichert haben, müssen wir ja exakt dieselben Indizes durchlaufen, wie wir es beim Einfügen durchlaufen haben. Ja, das ganze System, dass wir die Elemente, die Schlüsselwerte schnell mit wenigen Zugriffen finden oder schnell mit wenigen Zugriffen, mit wenigen ausprobierten Indizes erkennen, dass dieser Schlüsselwert, den wir suchen, gar nicht drin ist. Das basiert darauf, dass die Schrittfolge, die Indexabfolge beim Suchen dieselbe ist wie beim Einfügen. Und das geht nur, wenn wir da keinen Zufall einbauen. In dem Moment, wenn wir Zufall einbauen, haben wir verloren. Die Annahmen sind hingegen, dass diese Werte, also bei einem gegebenen Schlüsselwert, bei gegebener Länge des Arrays und beim so und so vielten Versuch, dass die jeweils gleich verteilte Zufallsgrößen auf 0 bis n max minus also auf den Indizes sind und dass diese außerdem auch noch unabhängig voneinander sind. Was heißt unabhängig? Das kennen Sie, hoffe ich, aus der Schule oder vielleicht auch aus dem Studium, stochastisch unabhängig. Wenn Sie zweimal mit einem Würfel würfeln, dann sind die Wurfergebnisse unabhängig voneinander. Selbst wenn der Würfel gezinkt ist und nicht jede Zahl mit der gleichen Wahrscheinlichkeit liefert, sind die Wurfergebnisse unabhängig voneinander. Beispiel für abhängige Zufallsgrößen. Mist, jetzt hätte ich mir ein Beispiel überlegen sollen dafür, so dass ich das jetzt sofort parat gehabt hätte. Ich denke, ja, zwei unabhängige Zufallsgrößen, zum Beispiel beim Wetter. Wenn Sie gar nichts wissen, wenn Sie den Wetterbericht nicht gehört haben und morgens rausschauen, dann werden Sie entweder feststellen, es ist bewölkt oder es ist sonnig, es ist bewölkt oder es ist nicht bewölkt, und Sie werden feststellen, es regnet oder es regnet nicht. Das sind sozusagen zwei Zufallsgrößen für Sie, ob es regnet oder nicht, ob es wolkig ist oder nicht. Wenn Sie eins von beiden wissen, dann ändert sich auf Basis dieses Wissens die Wahrscheinlichkeit für das andere. Wenn Sie wissen, es ist nicht wolkig, dann wissen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es regnet, gegeben, dass es nicht wolkig ist, bedingte Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, gegeben, dass es nicht wolkig ist, ist sehr gering. Ist nicht völlig ausgeschlossen, nicht? Sie kennen das, dass man plötzlich unter heiterem Himmel von Regen überfallen wird und keine Ahnung hat, wo der herkommt. Aber sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Umgekehrt, wenn es wolkig ist, dann wissen Sie, gegeben, dass es wolkig ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass es regnet, als wenn Sie gar nichts wissen. Als wenn Sie die Jalousie noch gar nicht hochgemacht hätten. Ja, in diesem Sinne stochastisch unabhängig. Vielleicht wissen Sie das noch aus der Schule. Was ist der große Vorteil von stochastisch unabhängig? Dass man Wahrscheinlichkeiten multiplizieren darf, was man sonst nicht darf, werden wir dann sehen. Also, Sie brauchen keine Angst zu haben, wir reden jetzt hier über Dinge, die ich zwar, also wenn Sie sich da nicht so ganz fit fühlen bei diesem Thema, was Sie auf der Folie sehen, gleichverteilte Zufallsgröße, stochastisch unabhängig, macht das überhaupt nichts, ja. Es ist auch, ich werde mit Sicherheit keine Klausuraufgabe stellen, was ist eine gleichverteilte Zufallsgröße oder was ist stochastisch unabhängig. Ganz gewiss nicht. Ähm,
Aber ich meine, was eine gleichverteilte Zufallsgröße auf gewisser Menge ist, ist, denke ich, logisch, ja. Das ist ein Würfel. Wenn ein Würfel nicht gezinkt ist, dann ist das eine Zufallsgröße auf 1 bis 6 gleichverteilt. Ja, wenn er nicht gezinkt ist, dann hat jede einzelne Seite des Würfels gleiche Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet gleichverteilt und stochastisch unabhängig bedeutet eben, wir dürfen multiplizieren. So. Was ist jetzt der Punkt? Was ist jetzt die Brücke zu dem, was wir bisher gesagt haben? Die Brücke ist die, wenn Sie geschickt die Hash-Funktion basteln, so wie ich das dargestellt habe, dann und Sie gucken sich an, wie die Schlüsselwerte verstreut werden, to hash, verstreuen, zerhacken, wie die Schlüsselwerte verstreut werden über wie die Indizes, die ausprobiert werden, verstreut sind über das ganze Array, dann werden Sie da ein Muster sehen, das kaum oder gar nicht unterscheidbar ist von einem Muster, das eine solche Zufallsgrößen erzeugen würden. Sie werden durch Draufsicht nicht entscheiden können, ob das jetzt deterministisch durch irgendwelche genialen Hash-Funktionen oder durch solche Zufallsgrößen dieses Muster entstanden ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie kommen da durch geeignete Wahl von Hash-Funktionen sehr nah, beliebig nah an ein Muster heran, das so aussieht. Nichts anderes macht übrigens jeder Zufallsgenerator. Ja? Zufallsgeneratoren, die normalen Zufallsgeneratoren, die Sie in der Java Standardbibliothek oder anderswo haben, produzieren keine echten Zufallszahlen. Sie produzieren nach einem komplexen Schema mit Primzahlen eine Sequenz von Zahlen, die zunächst einmal, wenn man nicht tief reinschaut, sondern wenn man nur oberflächlich draufschaut, nicht unterscheidbar ist von einer echten Zufallsfolge. Also für manche Experimente mit Zufall reichen die Zufallsgeneratoren, die Sie in der Java Standardbibliothek beispielsweise haben, nicht aus. Da muss man kompliziertere Zufallsgeneratoren nehmen oder, wenn es geht, vielleicht sogar echte Zufallszahlen, zum Beispiel basiert auf radioaktivem Zerfall oder ähnlichem. Aber für die meisten Zwecke reicht das aus. Und genauso wie der Zufallsgenerator so aussieht, das Muster, das der Zufallsgenerator erzeugt, obwohl er voll und ganz deterministisch ist, das sieht so wie da das Muster so aussieht, als ob es als eine zufällige Folge von Zahlen wäre, so erreicht man das mit gut gewählten Hash-Funktionen auch näherungsweise. Und wenn man das näherungsweise erreicht, dann kann man Schlussfolgerungen, die man für so einen Konstrukt hier treffen kann man sie übertragen auf den realen Fall. Und das ist genau das, was Sie jetzt hier im Beispiel gesehen haben und was man auch in der Praxis beobachten kann. So. Gucken wir uns das mal an. Wir suchen einen nicht vorhandenen Schlüssel. Das ist der einfachste Fall, der aber eigentlich schon stellvertretend für die anderen Fälle kann man den analysieren. Ja, das, was wir eben im Beispiel hatten mit der Mango. Die Mango war nicht drin, wir suchen sie, wir stellen irgendwann fest, dass sie nicht drin ist. So, wenn wir tatsächlich eine Gleichverteilung haben, wenn der Index tatsächlich so gewählt wird durch die Hash-Funktion, als ob es eine zufällige Gleichverteilung wäre auf den Array-Indizes, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim ersten Versuch auf einen besetzten Index treffen. Groß N oben ist die Anzahl der Schlüsselwerte, die momentan gespeichert ist, und Groß N Max ist die Anzahl der Komponenten im Array. N von N Max fehlen Komponenten sind besetzt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir bei einem Versuch einen besetzten Index finden, ist dementsprechend n geteilt durch n Max. So, die Wahrscheinlichkeit, dass der erste und der zweite Index besetzt sind, hier in dieses Produkt geht jetzt ein, diese Annahme der stochastischen Unabhängigkeit. Wenn
tatsächlich die Suche nach dem ersten Index und die Suche nach dem zweiten Index, wenn das tatsächlich zwei gleichverteilte Zufallsgrößen wären, die voneinander unabhängig sind, so wie zwei Würfel mit einem Würfel voneinander stochastisch unabhängig sind, dann wäre das die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man sowohl beim ersten Versuch als auch beim zweiten Versuch jeweils einen besetzten Index findet. Wie gesagt, ich spreche hier immer im Konjunktiv Irreales, wenn es so wäre, aber wenn man in der Realität durch geeignete Hash-Funktionen nahe genug rankommt, dann ist das ungefähr auch die Realität. Dann gibt es ungefähr auch die Realität wieder. So, und Sie sehen, das geht dann weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dreimal auf einen besetzten Index stoßen, ist dann wieder dreimal als Faktor die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem Versuch, beim ersten Versuch, beim zweiten Versuch, beim dritten Versuch, jeweils auf einen besetzten Index stoßen. Und Sie sehen das ganz einfache Bildungsgesetz, was sich dabei ergibt. Das heißt, wenn wir k Versuche haben, k mal bei der Suche nach einem nicht vorhandenen Schlüsselwert auf einen besetzten Index stoßen, diese Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem der Versuche genauso passiert, auf einen besetzten Index zu stoßen, das Ganze hoch k. Also ich weiß es nicht. Sie hatten doch sicherlich elementare Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Schule, oder? Das heißt also, solche Argumentationen sollten Ihnen nicht völlig fremd vorkommen. Darf ich fragen, wer von Ihnen solche Thematik in der Schule hatte? Okay, also ich sehe ein deutliches Übergewicht. Aber für diejenigen, die das nicht hatten, ist das, denke ich, auch kein Beinbruch, sich da hineinzufinden. Außerdem ist es etwas, also wenn es mal ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, wenn irgendwas jenseits von Grundrechenarten, Bruchrechnung, Prozentrechnung, Zinseszinsrechnung, wenn irgendwas jenseits davon aus dem Mathematikunterricht wirklich relevant fürs allgemeine Leben ist, dann sicherlich elementare Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und nicht nur, wenn Sie Poker spielen und sich überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass der andere vier Asse auf der Hand hat. Nicht nur in solchen Situationen. So, jetzt haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, dass man k mal auf einen besetzten Index stößt. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen nicht besetzten Index stößt? Das ist genau das Entgegengesetzte. Oh, hier muss nmax unten hinstehen, Entschuldigung. Genau das Entgegengesetzte statt n, nmax minus n geteilt durch nmax. Das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie sich hier das max dazu denken, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf einen nicht besetzten Index stößt. Also, das Gesamte ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man k mal auf einen besetzten Index stößt und dann auf einen nicht besetzten Index stößt. Machen Sie sich klar, was das heißt für die Suche bei einem nicht vorhandenen Schlüsselwert, nämlich k mal hat man einen Fehlversuch gehabt, man ist auf einen besetzten Index gekommen und konnte noch nicht entscheiden, ob der Schlüsselwert drin ist oder nicht. Und jetzt beim k plus ersten Mal kommen wir auf einen leeren Index und stellen fest, der Schlüsselwert, den wir suchen, ist nicht in der Hash-Tabelle drin. Das, was da steht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit k erfolglosen und dann einem erfolgreichen Versuch feststellt, der Schlüsselwert ist gar nicht vorhanden hier. So, und jetzt kommen wir zu irgendwas, wo ich hoffe, dass Sie nicht sofort die Scheuklappen zumachen, wo sozusagen nach dem Motto, das habe ich endgültig aus meinem Gedächtnis gelöscht, nachdem ich die Klausur jetzt doch bestanden habe. So, was steht hier? Hier ist der Term, den wir eben hatten. Hier muss wieder das nmax hin, Entschuldigung.
Hier steht, ab diesem ersten, hinter diesem ersten Multiplikationszeichen steht die Wahrscheinlichkeit, die wir eben hatten, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir k plus 1 Versuche brauchen, um festzustellen, dass der Schlüsselwert nicht vorhanden ist. Und mit der Wahrscheinlichkeit brauchen wir k plus 1 Versuche. Ups. Hier. K plus 1 Versuche brauchen wir mit dieser Wahrscheinlichkeit. Was wir hier sehen, ist die ganz normale Formel für den Erwartungswert, für das statistische Mittel oder wie immer Sie es nennen wollen. Nämlich für jede mögliche Anzahl von Versuchen, die Anzahl der Versuche, also das, was es uns kostet, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir genauso viele Versuche brauchen, das Ganze über jede mögliche Anzahl von Versuchen aufsummiert. Das ist die ganz normale Formel des statistischen Mittelwerts, Erwartungswerts, Durchschnittswert, wie immer Sie das, gewichtete Summe, wie immer Sie das nennen wollen. Das gibt Ihnen an, wie viele Versuche Sie im Durchschnitt brauchen. So, vielleicht erinnern Sie sich noch ganz dunkel, falls Sie schon die Mathematikveranstaltungen in Ihrem Studiengang gehört haben. Ich denke, die weit überwiegende Mehrzahl von Ihnen muss irgendwelche Mathematikveranstaltungen im Studium hören, wird da konfrontiert sein oder ist konfrontiert gewesen mit Analysis, mit Reihen, ja, unendliche Aufsummationen, Reihen, ist konfrontiert mit Konvergenzkriterien für Reihen, und das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das können Sie gerne sich selber mal überlegen, dass wenn wir einen Füllgrad haben, kleiner als n max, also das definiere ich als den Füllgrad, wie viel Anteil am gesamten Array tatsächlich besetzt ist. Wenn Sie einen echten festen Füllgrad kleiner als 1 haben, dann konvergiert diese Reihe. Das heißt, es gibt einen reellen, endlichen reellen Wert, dessen und die Summe, die Sie da sehen, ist gleich diesem endlichen Wert. Wie groß dieser Wert ist, interessiert uns hier gar nicht mal. So, was heißt denn das? Was heißt denn das, dass das hier gegen einen endlichen Wert konvergiert, der übrigens auch gar nicht groß ist? Dieser endliche Wert, der wie gesagt gar nicht groß ist, abhängig von dem Füllgrad, dieser endliche Wert ist die Anzahl der Versuche im Mittel. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese Zahl, die da rauskommt, die hängt nicht von n ab mehr, von der Anzahl der Elemente, die wir speichern. Ja, egal, ob wir eine Million oder eine Milliarde oder eine Billion oder eine Fantastillion, gibt es die eigentlich nur in Entenhausen, die Fantastillion, oder gibt es die auch in echt? Ich glaube, die gibt es nur im Geldspeicher von Dagobert Duck, oder? Ich hoffe, die Generationenlücke ist nicht so groß zwischen Ihnen und mir, dass Sie nicht mehr wissen, wer Dagobert Duck ist. Ich hoffe doch mal sehr, dass ich mich nicht so alt, zu alt fühlen muss, nur weil ich sowas weiß. Okay. Sie hängt nur von dem Füllgrad ab. Ja? Also egal, ob wir eine Million, eine Milliarde, eine Billion, eine Billiarde, sonst wie viele Elemente speichern. Diese Zahl, die Anzahl der Versuche im Mittel, hängt nicht davon ab. Sie ist konstant, abhängig nur vom Füllgrad. Sie können, wenn Sie wollen, mal gerne ein Computerprogramm programmieren, wo Sie dann für verschiedene Füllgrade, für verschiedene Werte dieses Quotienten mal berechnen, wie so zumindest so ein paar Millionen Glieder berechnen, wie viel am Ende da tatsächlich als Wert herauskommt. Es ist wirklich nicht viel.
typischerweise, wenn der Füllgrad nicht zu nah bei 1 ist. Klar, wenn wir immer näher an 1 herangehen, dann wird es immer schwieriger, einen unbesetzten Platz zu finden. Aber wenn Sie sich das leisten, 20% mehr, 30% mehr an Platz im Array, als Sie eigentlich brauchen, oder wenn Sie eben wirklich verschwenderisch umgehen können, 10-mal mehr, als Sie eigentlich brauchen, dann ist diese Zahl hier extrem klein und es ist das, was man dann mit empirischen Computerstudien auch tatsächlich bei gut gewählten Hash-Funktionen in der Praxis sieht. Ja, Sie können es ja nachprüfen. Sie können ja einfach vernünftige Hash-Funktionen bauen und dann mal gucken, was da so im Durchschnitt an Zugriffszeit rauskommt. Also an Anzahl Versuchen, die können Sie ja mitprotokollieren, die Anzahl der Versuche. So, also der Erwartungswert für die Anzahl Versuche ist beschränkt durch eine im Endlichen konvergierende Reihe, unabhängig von der Anzahl der Elemente und auch unabhängig von den Schlüsselwerten und so weiter, allein abhängig vom Füllgrad. Das heißt also, wenn wir diese Annahmen näherungsweise erfüllen, dann ist die Suche bei gegebenem festgehaltenen Füllgrad 20%, also zum Beispiel Füllgrad 80%, Füllgrad 70%, Füllgrad 10%, wenn Sie 10-mal mehr Platz reservieren, als Sie brauchen. Für so einen festen Füllgrad ist die Anzahl der Elemente, der Versuche, die Sie ausprobieren müssen, konstant im Durchschnitt. Ja? Das ist keine Aussage über den einzelnen Schlüsselwert, den Sie finden, sondern im Durchschnitt über alle Schlüsselwerte, die Sie darin gespeichert haben, ergibt sich dieses Ergebnis. Es gibt raffinierte Varianten, die der Tatsache Rechnung tragen, dass natürlich nicht alle Schlüsselwerte gleich häufig zugegriffen werden. Ja, wenn Sie in einem Wörterbuch haben, oder denken Sie beispielsweise Wikipedia, die Artikel oder so etwas, die werden ja nicht alle gleich wahrscheinlich, gleich häufig angeklickt, gesucht. Es gibt raffiniertere Varianten von Hash-Tabellen, das geht aber über die AOD hinaus, wo dem Rechnung getragen wird und wo dafür gesorgt wird, dass häufig gesuchte Schlüsselwerte sehr, sehr schnell zu finden sind, um den Preis, dass selten gesuchte Schlüsselwerte dementsprechend mehr Versuche brauchen, bis man sie findet. Aber wie gesagt, das geht über die AOD hinaus. Hier soll es uns reichen, für jedes dieser Themen, wie beispielsweise eben hier Hash-Tabellen, jeweils ein erstes Grundverständnis zu erreichen. Das ist Ihnen dann erlaubt, wenn für Sie Hash-Tabellen später wichtig werden, irgendwo selbst auf Basis dieses Verständnisses aus der Algorithmen und Datenstrukturen selbst dann weiter zu recherchieren. So, damit sind wir mit Hash-Tabellen insgesamt durch. Ich möchte noch eine nützliche Datenstruktur, eine sehr nützliche, eine sehr zentrale Datenstruktur mit Ihnen hier diskutieren. Und danach werden wir den Rest der Zeit nur noch wieder mit Algorithmen verbringen. Also, das können wir jetzt alles mal hier löschen. Das brauchen wir nicht mehr. So. Hier geht es nicht mehr um das, worum es bei binären Suchbäumen oder B-Bäumen oder auch Hash-Tabellen ging. Ja, worum ging es da? Bei binären Suchbäumen und bei B-Bäumen ging es darum, dass Sie Schlüsselwerte in gewisser Weise aufsteigend sortiert in einer Baumstruktur drin haben, sodass Sie schnell einfügen, löschen und suchen können und auch eine gute Möglichkeit haben, in aufsteigender Sortierung durch alle Elemente durchzugehen. Bei Hash-Tabellen haben das Wörterbuchproblem implementiert. Sie geben einen Schlüssel rein und kriegen die zugehörige Information wieder zurück. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um Prioritätswarteschlangen, Englisch Priority Queues. Das ist eine fundamental andere Zielsetzung. Wir werden zuerst diese Datenstruktur sehen und im Anschluss daran, ich weiß nicht, ob wir da heute noch hinkommen werden, wohl eher nicht,
Im Anschluss daran werden wir dann erstmal einen Algorithmus sehen, einen sehr wichtigen Algorithmus, der solche Prioritätswarteschlangen benutzt. Der Algorithmus, der in irgendwelchen raffinierten Varianten in jedem Navi der Welt implementiert ist. Und irgendwelche Varianten von dieser Datenstruktur sind dementsprechend auch, naja, nicht unbedingt. Also in einem Navi weiß ich nicht, ob ich diese Allzweckdatenstruktur implementieren würde als Prioritätswarteschlange. Möglicherweise würde ich da was anderes implementieren. Okay, aber in sehr vielen Anwendungen finden Sie diese Implementation der Prioritätswarteschlange. Schauen Sie erstmal nur nach oben. Das oben ist unser Denkmodell. So stellen wir uns das vor, so zeichnet man es auf, um es einem anderen zu erklären, so wie jetzt hier in der Vorlesung. Aber es ist nicht die Implementation. Die Implementation ist hier unten. Aber wir gucken uns erstmal das Denkmodell an. Was Sie wieder sehen, ist ein binärer Baum. Was Sie hier auch wieder sehen, sind irgendwelche Schlüsselwerte. Aber wenn Sie genau hinschauen auf die Schlüsselwerte, dann sehen Sie, dass eine andere Logik, dass diese Schlüsselwerte nach einer anderen Logik als bisher organisiert sind. Bisher hatten wir Suchbaumlogik. Das heißt, wenn Sie einen Knoten haben mit seinem Schlüsselwert, dann ist alles links davon kleiner gleich und alles rechts davon größer gleich. Das ist hier anders. Hier sehen Sie, die 7 ist kleiner gleich der 11 und der 31, die 11 ist kleiner gleich der 28 und der 39, die 28 ist kleiner gleich der 43 und der 32, die 31 ist kleiner gleich der 54 und der 76. Für jeden einzelnen Knoten gilt, links und rechts ist alles größer gleich. Und das ist auch der Sinn der Sache, denn dann wissen Sie immer, wo Sie das absolute Minimum finden, nämlich immer ganz oben an der Wurzel. An der Wurzel ist immer das Minimum. Das, was sozusagen, und das ist der Sinn von Prioritätswarteschlangen, das, was als nächstes rankommt. Was als nächstes zu betrachten ist, ist immer ganz oben. Es ist noch mehr dazu zu sagen, nämlich was die Struktur angeht. Die Struktur ist nicht zufällig so, wie sie jetzt da ist. Die Struktur ist so, dass von oben nach unten jede Höhenstufe voll besetzt ist. Ja? Das kommt in dem kleinen Beispiel vielleicht noch nicht so groß raus, deshalb sage ich Ihnen das. Die nullte Höhenstufe ist voll besetzt, logisch, die Wurzel, und dann ist die nullte Höhenstufe voll besetzt. Die erste Höhenstufe ist voll besetzt mit 2 Elementen. Die dritte Höhenstufe ist voll besetzt mit 4 Elementen. Wenn der Baum größer wäre, wenn er mehr Elemente, mehr Schlüsselwerte enthalten würde, dann würde ich jetzt weiter sagen, die nächste Stufe ist mit 8 Elementen voll besetzt, die nächste mit 16 Elementen voll besetzt und so weiter und so fort. Aber wir haben hier nicht so in diesem kleinen Beispiel nicht so viele Schlüsselwerte, deshalb die nullte, die erste und die zweite Höhenstufe sind voll besetzt. So. Jetzt ist natürlich die Anzahl der Schlüsselwerte nicht unbedingt so, dass es genau aufgeht, dass auf der letzten Höhenstufe auch alles voll besetzt ist. Ja? Dafür müsste die Anzahl der Schlüsselwerte eine bestimmte Zahl sein. Entweder 1 oder 3 oder 7 oder 15 oder 31 oder 64. Also nur wenn die Anzahl der Schlüsselwerte eine Zweierpotenz minus 1 ist. Nur dann geht es auf, dass alle Höhenstufen bis zur allerletzten besetzt sind. Das heißt, die allerletzte wird im Normalfall nicht vollständig besetzt sein, sondern so wie hier nur unvollständig besetzt, weil wir jetzt nur hier Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Elemente haben. Und mit 9 Elementen kriegen wir es nicht hin, dass alle Höhenstufen voll besetzt sind. Wenn die letzte Höhenstufe nicht voll besetzt ist, dann geht es von links nach rechts. Also hier
allerlinkeste Möglichkeit als erstes, zweitlinkeste Möglichkeit als drittes, nächstes wäre dann hier, nächstes wäre hier und so weiter. Das sehen wir jetzt beim Insert. Schauen Sie weiterhin erst einmal nur nach oben, das Denkmodell. Ja, wir implementieren hier keinen Baum. Wir denken uns das Ganze nur in Form eines Baumes, um besser zu verstehen, was da vor sich geht. Wir fügen jetzt ein Element ein und es gibt nur eine einzige Position, wo wir dieses Element einfügen können, wenn wir unsere Logik nicht kaputt machen wollen. Die Logik, dass jede Höhenstufe voll besetzt ist, bis auf die letzte, und die letzte ist von links anfangend besetzt. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, wo wir dann das neue Element mit Schlüsselwert 6, wo wir dieses neue Element einfügen können, nämlich an dieser Position. Nur so ist gewährleistet, weiterhin alle Höhenstufen sind besetzt, bis auf die letzte, und die letzte ist von links an durchgehend besetzt. So, jetzt haben wir hier aber ein Problem. Wir hatten diese Heaps heißen die Bäume, weiß ich nicht, ob ich das erwähnt hatte. Heap wie Englisch Haufen, H-E-A-P. Gut, da oben steht es nochmal. Jetzt haben wir aber ein Problem. Die Heap-Eigenschaft besagt, für jeden Schlüsselwert sollen die beiden Nachfolger größer gleich sein. Bis jetzt hat das überall gestimmt. Und ich habe das Beispiel so gewählt, dass es also den Schlüsselwert, der neu eingefügt wird, so klein gewählt, dass es nicht stimmt. Dass das an dieser Stelle die Heap-Eigenschaft verletzt ist. Die 6 ist nicht kleiner gleich der 39. Also sind wir noch nicht fertig mit dem Einfügen. Es reicht nicht einfach, den Schlüsselwert einzufügen und sich dann zu freuen, sondern wir müssen, das haben wir ja auch bei B-Bäumen gesehen, wir müssen noch reparieren, um die Eigenschaft wieder zu erfüllen, um die Invarianten zu erfüllen, die wir uns vorgenommen haben. Ja, ich rede die ganze Zeit, ohne es zu sagen, von der Invariante. Invariante ist, erstens, alle Höhenstufen bis auf die letzte sind besetzt. Zweitens, die letzte Höhenstufe ist von links anfangend besetzt. Drittens, Heap-Eigenschaft, für jeden Knoten sind die Nachfolger größer gleich. Das ist die Invariante. Und die ist jetzt verletzt an dieser Stelle. Die 6 ist nicht größer gleich der 39. Die Idee ist aber ganz einfach. Wir tauschen die 6 so weit hoch, bis diese Verletzung verschwunden ist, bis sie geheilt ist. Wir tauschen einfach die 6 und die 39 aus. So, jetzt habe ich die 6 und die 39 ausgetauscht. Jetzt ist hier keine Verletzung mehr da. Die 39 ist größer gleich der 6. Es stimmt. Und auch sonst überall. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Auch vorher schon, als ich die 6 eingeführt habe. Hier ist alles Paletti. Hier ist alles Paletti. Hier ist alles Paletti. Nur hier war eine Verletzung. Und nach dem Vertauschen ist die Situation analog. Hier ist alles Paletti. Hier ist alles Paletti. Hier ist jetzt die Verletzung. Die Verletzung ist 1 hochgetauscht worden. Die 6 ist nicht größer gleich der 11. Wir haben wieder nur eine Verletzung in dem Baum von der Heap-Eigenschaft, nur eine einzige. Wir haben sie eben einen Schritt hochgebracht und das machen wir jetzt wieder. Wir vertauschen die 6 mit der 11. So, jetzt ist die 6 mit der 11 vertauscht. Jetzt ist hier unten wieder alles Paletti. Hier ist alles Paletti und so weiter. Nur hier bei der 7 ist die Heap-Eigenschaft nicht erfüllt. Die 6 ist nicht größer gleich der 7. Und was machen wir jetzt? Dasselbe, was wir bisher auch gemacht haben. Wir vertauschen die beiden, die 6 und die 7. So, hier ist jetzt alles wieder Paletti. Hier war sowieso alles Paletti. Jetzt sind wir in der Situation, gucken wir uns noch vorher an. Diese 6, die wir eingefügt haben, die produziert mit ihrem Vorgänger potenziell einen Konflikt. Und wenn wir nochmal zurückgehen, es war immer die 6, die wir eingefügt haben, steht im Konflikt mit dem unmittelbaren Vorgänger. Hier mit der 39, ein Schritt hoch, 6 steht im Konflikt mit der 11, ein Schritt hoch, die 6 steht im Konflikt mit der 7, ein Schritt hoch, die 6 steht im Konflikt mit nichts mehr da, womit die 6 im Konflikt stehen könnte. Der Konflikt ist gelöst. Wenn Sie so wollen, ist der Konflikt von unten nach oben aus dem Baum hinausgetrieben worden. Es wäre noch ein Konflikt möglich mit einem Knoten, der nicht mehr existiert. Mit einem Vorgänger der Wurzel, der nicht existiert.
Und Sie haben es jetzt gesehen, wir haben ein Element mehr eingefügt in die Schlüsselwertmenge, die 6. Es ist ansonsten dieselbe Schlüsselwertmenge. Und die Heap-Eigenschaft ist überall erfüllt, an allen einzelnen Knoten. Ein ganz einfaches Prinzip. So, jetzt gehen wir nochmal zurück, hier an den Anfang. Bis jetzt haben wir uns auf dieses Denkmodell, auf den Baum hier konzentriert. Jetzt gucken wir uns mal noch nicht das unten an. Das ist noch ein bisschen, in weiter Ferne. Das interessiert uns vielleicht noch nicht so richtig. Wir gucken uns jetzt erst einmal das hier an. So, hier sehen Sie die Schlüsselwerte in einem Array. Ich habe mir jetzt wieder die Freiheit genommen, Arrays mathematisch mit 1 beginnen zu lassen. Ist egal, man muss es eben entsprechend die Indizes umrechnen, wenn man sie mit 0 beginnen lässt. So. In welcher Reihenfolge sind die Schlüsselwerte hier in diesem Array gespeichert? Die Wurzel als erstes. Dann von links nach rechts 11 und 31, dann von links nach rechts 28, 39, 54, 76, von links nach rechts 43, 32. Ja, also, sie sind in einer ganz starren Reihenfolge im Array gespeichert. Das hier unten ist die echte Implementation. Das da oben ist nur das Denkmodell, wie gesagt. In der Reihenfolge von oben nach unten zuerst die Schlüsselwerte der 0. Stufe, das ist nur die Wurzel, dann die Schlüsselwerte der 1. Stufe, der Schlüsselwerte der 2. Stufe, Schlüsselwerte der 3. Stufe und so weiter und so fort. Und innerhalb einer Stufe immer strikt von links nach rechts. Das heißt, wir haben eine 1 zu 1, eine ganz feste 1 zu 1 Korrespondenz zwischen den Positionen hier im Baum, und den Positionen im Array. Ja? Wir können hier durchgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54. Wir gehen hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54. Ganz feste Korrespondenz. Warum haben wir diese feste Korrespondenz? Weil wir strikt gesagt haben, wie der Baum aussehen soll. Wir haben strikt gesagt, alle Höhenstufen sollen voll besetzt sein, bis auf die allerletzte, und die letzte soll von links nach rechts besetzt sein. Durch diese strikte Vorgabe, wie der Baum aussehen darf, haben wir eine 1 zu 1 Korrespondenz zwischen den Positionen im Baum und den Positionen im Array. So, jetzt fügen wir die 6 ein. Sie sehen, was hier passiert. Ganz hinten. Wir sehen, wo wir die 6 im Array einspeichern müssen. Ganz, ganz hinten, hinter dem letzten Element. Ja, natürlich speichern wir uns immer noch zusätzlich ab, wie viele Schlüsselwerte wir gerade haben. Das kennen Sie auch von B-Bäumen und anderem. Wir speichern uns immer ab, wie viele Elemente wir gerade haben. Bis dahin hatten wir 9 Elemente. Also wir haben uns zusätzlich gespeichert, dass die Zahl 9 irgendwo. Und wissen dann also 9 plus 1, hier ist die Position, wo wir das nächste Element einspeichern müssen. Ohne dass wir überhaupt über die Baumstruktur nachdenken müssen. Ohne dass wir irgendwie den Baum zu Rate ziehen müssen, wo wir da jetzt hin müssen. Und das geht weiter. Gucken Sie sich mal diese beiden Positionen an. Die untere Position, um die es hier geht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hier. Diese Position, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Position wollte ich hier, 1, 2, 3, 4, 5. Diese Position und diese Position, da werden die Werte miteinander vertauscht, die Schlüsselwerte. Die werden einfach im Array vertauscht. Ja, das ist das, was tatsächlich passiert, was Sie tatsächlich implementieren, und das ist das, was Sie sich dabei denken. So, wie kriegen wir aber dieses Element? Das wissen wir, ja? Hier sind wir gestartet, an Position 10. Die Position 10 haben wir. Wie kriegen wir diese Position? Welche ist denn das? Die Position 5, ja.
Aber woher wissen wir, dass wir an die Position 5 gehen müssen? Ganz einfach. Nehmen wir uns mal ein anderes Beispiel hier. Die 28 mit dem 43 und der 32. 1, 2, 3, 4, 4. 28 ist die Nummer 4, Position 4. 5, 6, 7, 8 und 9. Ja, Position 4, Position 8 und 9. Sie sind, wenn Sie von unten her kommen, so wie wir hier 4 von unten her gekommen sind, hier, dann müssen Sie hier von der 8 zu 4 kommen oder hier von der 9 zu 4. Wie erreichen Sie das? Indem Sie ganz einfach den Index 8 bzw. den Index 9 ganzzahlig durch 2 dividieren. Ja, egal wo Sie hingucken. Hier, nehmen wir die 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Index 6. 1, 2, 3. 54 hat Index 6, geteilt durch 2 ist der Index 3. Der Index des unmittelbaren Vorgängers. Genauso die 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Position 7 geteilt durch 2 ergibt ganzzahlig geteilt ebenfalls 3. Wenn Sie den Index haben von einem dieser Positionen, ja, wenn Sie wissen, dass hier Position 10 ist, ja, das wissen Sie am Anfang, weil Sie 9 Elemente hatten und jetzt an Position 10 packen Sie das neue Element hin. Wie kommen Sie auf den Vorgänger? Indem Sie ganzzahlig durch 2 teilen, Position 5. Wie kommen Sie hier von hier auf den Vorgänger? Woher wissen Sie, mit wem Sie jetzt die 6 vertauschen müssen? Oder überhaupt erstmal zu gucken, ob Sie mit dem vertauschen müssen, ob da die Hiebeigenschaft verletzt ist? Wieder dasselbe. Ganzzahlige Division durch 2, also Division mit Rest, ergibt 2, das ist die Position. Und genauso jetzt hier, ganzzahlige Division, ergibt Position 1. Ein ganz einfaches Gesetz, Sie müssen sich überhaupt nicht das Array anschauen. Ganz, ganz automatisiert, ganz, ganz starr mechanisch. Wenn Sie den unmittelbaren Vorgänger suchen, wenn Sie einen Index haben und Sie suchen den Index des unmittelbaren Vorgängers, dann müssen Sie einfach durch 2 teilen und den Rest vergessen. Also den Divisionsrest vergessen. Nicht den Rest des Algorithmus vergessen. Ist doch praktisch, oder? Sie haben das Ganze mit schnellen Array-Operationen, wo Sie nicht rumhantieren müssen mit den ganzen Verweisen hier oben. So, das ist ein Fall des Einfügens, wo ich die 6 so klein gewählt habe, dass sie bis ganz oben hindurch getauscht werden musste, bis die Hiebeigenschaft überall erfüllt ist. Wir sehen uns jetzt ein zweites Beispiel an, bei dem wir auch einfügen, aber wir müssen nicht so weit hoch. Ja, ich möchte jetzt die 9 einfügen. Den Schlüsselwert 9. Und es passiert hier wieder dasselbe unten. Ich füge die 9 hier an der einzigen in Frage kommenden Stelle an. Die einzige Stelle, die die Invariante über die Struktur nicht verletzt. Hier wieder an derselben Position 10. Vorher waren 9 Elemente gespeichert. Also an die Position 10. Und jetzt passiert dasselbe wieder. Diese Position 10 geteilt durch 2 ergibt die Position 5. Die beiden waren auszutauschen. Jetzt dasselbe wieder wie eben. 9 mit der 11 auszutauschen. Die 9 mit der 11 ist ausgetauscht. Position geteilt durch 2 mit Rest ergibt 2. Die beiden waren auszutauschen. Und jetzt schauen Sie mal. Jetzt ist die Situation anders als vorher. Vorher hatten wir die 6 hochgetauscht. Vorher die 6 eingefügt. Und mussten die hier noch mit der 7 vertauschen, weil die 6 nun mal kleiner ist als die 7. Jetzt haben wir die 9. Die 9 ist nicht kleiner als die 7. Jetzt brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr weiter tauschen. Das heißt, von der 9 aus gucken wir 1 nach vorne
auf diese, wieder geteilt durch 2, auf diese Position, stellen fest, dort ist ein Schlüsselwert, der kleiner ist als der Schlüsselwert, den wir jetzt hier gerade eingefügt haben. Und damit brauchen wir nicht zu tauschen. Wir können an dieser Stelle den Algorithmus beenden zum Einfügen, denn das wäre ja die einzige Stelle, wo es eine Verletzung der Hiebeigenschaft geben könnte. Und ich habe das Beispiel so gewählt, dass es hier an dieser Stelle keine Verletzung der Hiebeigenschaft gibt. Überall woanders ist immer alles paletti. So, das ist das Einfügen eines neuen Elements und danach haben wir weiterhin die Hiebeigenschaft. Jetzt, also was, jetzt kommen wir zu einer konstituierenden Methode, Zugriffsmethode für Prioritätswarteschlangen. Da unterscheiden sich Prioritätswarteschlangen von Suchbäumen oder ähnlichem. Bei Suchbäumen wollen wir die Möglichkeit haben, jedes beliebige Element, das uns in dem Suchbaum stört, zu löschen, zu entfernen. Das ist bei Prioritätswarteschlangen anders. Wir wollen immer auf das Element zugreifen, was die höchste Priorität hat. Ob man sagt, der kleinste Wert hat die größte Priorität oder ob man sagt, der größte Schlüsselwert hat die größte Priorität, das ist eine Frage, was in der konkreten Anwendung am einfachsten ist. Wenn Sie sagen, großer Schlüsselwert soll große Priorität bedeuten, dann müssten Sie einfach alles umdrehen, die ganze Logik umdrehen. Das heißt, die Hiebeigenschaft umdrehen, dass die beiden Nachfolger kleiner gleich dem Schlüsselwert eines Knotens sind. Nicht so wie hier in diesem Beispiel größer gleich, aber ansonsten ist alles dasselbe. So. Was wir immer nur rausnehmen, ist jetzt der nächste, der an der Reihe ist. Ja, was ist eine Prioritätswarteschlange? Sie packen irgendwelche Sachen hinein mit einer gewissen Priorität jeweils und Sie wollen immer das als nächstes rausnehmen und bearbeiten, rausnehmen und irgendwie prozessieren, was eben die höchste Priorität hat. Die höchste Priorität ausgedrückt durch einen möglichst großen Schlüsselwert oder durch einen möglichst kleinen Schlüsselwert. Die Schlüsselwerte sind in diesem Beispiel die Umkehrung der Prioritäten. Kleiner Schlüsselwert bedeutet große Priorität. So, was anderes wollen Sie nie aus einer Prioritätswarteschlange herausnehmen. Immer nur das, was als nächstes dran ist. Und das, was als nächstes dran ist, ist durch die Hiebeigenschaft automatisch immer in der Wurzel. So, Sie müssen, wollen also jetzt die Wurzel, den Schlüsselwert 7 extrahieren, um das dann zu prozessieren, das nächste, was dran ist, eben zu prozessieren. So, und das wissen wir schon von Suchbäumen, dass das eigentlich keine gute Idee ist, da einen Knoten zu extrahieren, an dem noch einiges links und rechts dranhängt. Und Sie wissen auch von Suchbäumen, wie wir damit umgehen, nämlich indem wir in Wirklichkeit einen anderen Knoten löschen und mit dessen Schlüsselwert würde 7 überschrieben. Das kennen Sie von Suchbäumen. Hier machen wir dasselbe, nur dass die Logik eine andere ist. Welchen Knoten können wir denn rausschmeißen? Es gibt nur einen einzigen Knoten, den wir aus dieser Struktur eliminieren können, nämlich den da. Wenn wir irgendeinen anderen Knoten eliminieren würden aus dem Baum, irgendeinen anderen als den, wo die 41 drin ist, dann wäre die Invariante nicht mehr erfüllt, dass alle Höhenstufen voll besetzt sind, bis auf die letzte und die letzte ist von links an besetzt. Ja? Wenn wir die 43 oder die 32, einen von diesen beiden Knoten rausschmeißen würden, dann wäre der Teil der Invariante verletzt, der sagt, dass die letzte Höhenstufe von links beginnend vollständig gefüllt ist. Wir können nur die 41 löschen. Wir dürfen nichts anderes löschen. Also löschen wir diesen Knoten, aber natürlich wollen wir nicht den Schlüsselwert 41 löschen, sondern wir wollen den Schlüsselwert 7 löschen. Also, analog wie Sie das bei Suchbäumen kennen, die 41 überschreibt die 7. So, dieser Knoten, wo die 41 vorher war, ist rausgeschmissen. Die 7 wird durch die 41 überschrieben und die Invariante ist wieder erfüllt.
alle Höhenstufen sind voll besetzt, bis auf die letzte, und die letzte ist von links an voll besetzt. Schön und gut, aber so wie beim Einfügen haben wir wieder das Problem, dass die Hiebeigenschaft nicht erfüllt ist. Sie ist hier überall erfüllt, hier hat sich nichts geändert, hier ist ja nur ein Knoten rausgelöscht worden. Hier ist alles paletti, aber hier, die 41, da haben wir ein Problem. Die 41 ist nicht kleiner gleich der 11 und auch nicht kleiner gleich der 31. Hier ist die Hiebeigenschaft verletzt. Was machen wir jetzt? Ganz analog zum Einfügen, nur dass wir nicht beim Einfügen haben wir die Verletzung hochgetauscht, bis sie oben rausgegangen ist, also bis wir entweder mittendrin keine Verletzung mehr hatten oder bis zum, wenn es bis zur Wurzel ging, ist die Verletzung sozusagen oben aus dem Baum rausgeschmissen worden. Jetzt ist die Verletzung ganz oben. Jetzt tauschen wir sie, diese Verletzung runter. So, wie tauschen wir sie runter? Wir gucken uns an, wir haben hier die 11 und die 31 und wir nehmen den kleineren von den beiden, die 11 also in diesem Beispiel, und vertauschen die 41 mit der 11. Und das ist das Ergebnis. Die 11 und die 41 sind vertauscht. Dadurch, dass wir den kleineren von beiden genommen haben, gibt es hier keinen Konflikt. Die 11 haben wir ja nach oben getauscht, weil sie kleiner gleich der 31 ist. Also hier stimmt es mit der Hiebeigenschaft. Und dadurch, dass wir die 11 und die 41 vertauscht haben, stimmt es auch hier mit der Hiebeigenschaft. Hier hinten hat sich nichts geändert, ist alles paletti. Hier unten hat sich nichts geändert, ist alles paletti. Da, wo die 41 jetzt hingekommen ist, da ist wieder die Hiebeigenschaft verletzt. Die 41 ist nicht kleiner gleich der 28. Die 41 ist auch nicht kleiner gleich... Doch, sie ist kleiner gleich... Doch, nein, sie ist auch nicht kleiner gleich der 39. Entschuldigung. Jetzt machen wir wieder dasselbe. Wir gucken uns die beiden unmittelbaren Nachfolger an, die 28 und die 39, und stellen fest, die 28 ist der kleinere von den beiden. Wir vertauschen die 28 mit der 41. So, 28, 41 vertauschen. Und da wir das kleinere von den beiden genommen haben, gibt es hier zu 39 keinen Konflikt. Hier oben ist eh alles paletti. Hier ist okay. Hier ist jetzt okay durch die Vertauschung. Hier gibt es jetzt einen Konflikt. Die 41 ist zwar kleiner gleich der 43, aber die 41 ist nicht kleiner gleich der 32. Also vertauschen wir nochmal mit dem kleineren von den beiden, die 32. Und Sie sehen, 32 mit der 43 wieder, weil wir das kleinere von beiden genommen haben, keinen Konflikt. Durch die Vertauschung gibt es keinen Konflikt mit der 32, 41. Hier oben bleibt alles weiterhin paletti, weil wir gar nichts dran gemacht haben. So, jetzt könnte es noch einen Konflikt geben mit 41 und Nachfolgern. So wie bisher auch. Ja? Wenn wir nochmal zurückgehen, Konflikt zwischen 41 und Nachfolgern, Konflikt zwischen 41 und Nachfolgern, nirgendwo sonst, nur zwischen 41 und Nachfolger, Konflikt zwischen 41 und Nachfolger, Konflikt zwischen 41 und keine Nachfolger. Kein Konflikt, keine Nachfolger, kein Konflikt. Überall woanders gibt es keinen Konflikt und hier haben wir, wenn man so will, den Konflikt von oben runter bis ans Ende aus dem Baum rausgeschoben. Ein Konflikt mit Knoten, die gar nicht mehr existieren. Ein potenzieller Konflikt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück und gucken uns nochmal an, was wir hier gemacht haben. So, wir haben erst einmal den letzten Knoten rausgeschmissen. Welcher ist das im Array? Das ist dieser Index hier, der allerletzte Index. Wir haben uns gespeichert, dass wir momentan 10 Elemente im Heap haben. Welchen Index schmeißen wir raus? Index 10. Das ist dieser Knoten. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der allerletzte. Also wir brauchen gar nicht groß rumzurechnen. Wir wissen, welcher das ist. So, und Sie sehen, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Wir haben in unserer Variable, die die Anzahl der gespeicherten Schlüsselwerte hält, den haben wir von 10 auf 9 runtergesetzt. Und wir haben jetzt hier die 41 von da hinten hier nach vorne geschrieben. So. Jetzt gehen wir runter. Wir stellen fest,
diese beiden Positionen sind interessant. Wir sind an Position 1 und interessieren uns für Position 2 und 3. So. Jetzt sind wir an Position 2. Und für welche Position interessieren wir uns jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind an Position 2 und interessieren uns für Position 4 und 5. Jetzt sind wir an Position was? 1, 2, 3, 4 und interessieren uns für 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind an Position 4 und interessieren uns für Position 8 und 9. Für welche Position interessieren wir uns jedes Mal? Wenn wir einen Index haben, irgendein i, dann interessieren wir uns für 2 mal i, der linke Nachfolger, und für Index 2 mal i plus 1, der rechte Nachfolger. Ja? 4 mal 2 ist 8, 4 mal 2 plus 1 ist 9. Oder zurück, Position 2 mal 2 ist Position 4, 2 mal 2 plus 1 ist Position 5 und so weiter. Es ist genau so, ist genau die Umkehrung. Ja? Die beiden Werte, die durch 2 geteilt mit Rest meinen Index ergeben, wenn ich von diesem Index ausgehe, muss ich mal 2 multiplizieren, dann bekomme ich den linken Nachfolger, und mal 2 multipliziert plus 1 bekomme ich den rechten Nachfolger. Ohne mir irgendwelche Gedanken um den Baum da oben zu machen, einfach nur elementarste Arithmetik auf den Array-Indizes. Wenn Sie die Array-Indizes bei 0 beginnen lassen, müssen Sie halt, wie in Java etwa, müssen Sie halt entsprechend anpassen. Das ist aber keine große Sache. So, also, jetzt sind wir hier und interessieren uns für 4 und 5. Jetzt sind wir bei 4 gelandet, interessieren uns dementsprechend für 8 und 9. Und sind bei 9 gelandet, und da ist ja nichts mehr, da kann ja keine Verletzung der Hiebeigenschaft mehr passieren. So, jetzt haben wir gesehen, wie das aussieht, wenn wir nach dem Extrahieren des Minimums ganz runtergehen müssen. Jetzt auch ähnlich wie beim Einfügen der Fall, dass wir nicht bis ganz runtergehen müssen. So, wir machen jetzt dasselbe. Also es gibt eine geringfügige Veränderung des Beispiels. Hier unten sind irgendwelche Werte anders. Wir wollen wieder die 7 rausschmeißen. Wieder dasselbe. Wir wissen, also hier, Entschuldigung, hier die 31 schmeißen wir raus, aber mit der 31 überschreiben wir die 7. So, steht die 31 hier oben. Und hier, wo vorher die 31 stand, ist weg. Aus der Schlüsselwertmenge gelöscht ist die 7. So, dasselbe wieder. Wir gucken uns von hier aus die zwei Nachfolger an, die 11, die 31. Die 11 ist wieder kleiner, sind wir jetzt hier. Gucken uns hier die Nachfolger an, die 28, die 30. Die 28 ist wieder die kleinere von den beiden. Jetzt ist die 31 hier. Jetzt haben wir hier, gucken wir uns von hier aus, von der Position 4, gucken wir uns Position 8 und Position 9 an. Da steht die 43 und die 32. Und hier sehen Sie, dass ich das Beispiel leicht abgewandelt habe gegenüber dem vorhergehenden. Beim vorhergehenden Beispiel mussten wir jetzt noch weiter runtergehen. Bei diesem Beispiel ist es so, dass die 31 kleiner gleich der 43 und die 31 kleiner gleich der 32 ist. Das heißt also, die Hiebeigenschaft ist auch für die 31 mit ihren Nachfolgern erfüllt, für alles andere sowieso. Wir brauchen nicht mehr weiterzugehen. Es macht auch keinen Sinn, weiterzugehen. Wenn wir weiter runtergehen und runtertauschen, dann fügen wir eine neue Verletzung der Hiebeigenschaft ein. Das wollen wir natürlich nicht. Wozu auch? Wir haben die Hiebeigenschaft damit wieder erfüllt. So. Jetzt haben Sie das Wesentliche gesehen und hoffentlich auch einigermaßen verstanden, wie diese Heaps funktionieren. Frage? Okay, die Frage ist, warum fügen wir nicht noch als zusätzliche Bedingung ein, also als zusätzlichen Teil der Invariante, dass man immer sagt, der
der linke soll kleiner als der rechte sein. Also hier sollte die 32, hier die 43 sein. Das ist Ihre Frage. Also die pragmatische Antwort ist, warum sollten wir das tun? So funktioniert's. Warum sollten wir uns Ärger machen mit einer zusätzlichen Bedingung, die uns keinen Nutzen bringt? Oder welchen Nutzen sehen Sie darin? Dass das jetzt, okay, der Nutzen, den Sie darin erblicken, ist, dass man immer jetzt gucken muss, ob es jetzt der kleinere ist oder ob es der kleinere ist. Das ist richtig. Aber wenn Sie mal versuchen, meine Antwort ist, wenn Sie mal versuchen, diese zusätzlichen Teil der Invariante durchzuhalten, durch eine beliebige Sequenz von Einfüge- und Minimumsextraktionsoperationen, ja, beliebig durcheinander gemischt, das möchte ich mal sehen, dass Sie das in einer vernünftigen Laufzeit hinbekommen. Also es ist richtig, wenn wir noch eine Verschärfung fordern würden, dass von einem Knoten aus links immer kleiner gleich rechts ist, der linke Nachfolger kleiner gleich rechten Nachfolger, könnten wir das Vergleichen zwischen den beiden Schlüsselwerten sparen, um zu entscheiden, wen von beiden wir nach oben tauschen. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht so richtig durchzuhalten ist. So, denn machen Sie sich mal Folgendes klar. Wir haben einen vollen Baum hier praktisch, ja, so voll wie nur irgend möglich. So, und das heißt, für einen binären Baum ist die Höhe minimal. Was heißt denn das? Für einen Baum mit einem Element ist die Höhe gerade, wir haben gerade eine Höhenstufe. Mit bis zu drei Elementen haben wir zwei Höhenstufen, mit bis zu sieben Elementen haben wir drei Höhenstufen. Das setzt sich jetzt fort. Mit bis zu 15 Elementen haben wir vier Höhenstufen, mit bis zu 31 Elementen fünf Höhenstufen, mit bis zu 63 Elementen haben wir sechs Höhenstufen. Also mit bis zu 2 hoch x minus 1 haben Sie x Höhenstufen. Woran erinnert Sie das? Das sollte Sie jetzt an den Logarithmus erinnern. Die Höhe des Baumes bleibt beschränkt durch Logarithmus der Anzahl Schlüsselwerte, die Sie darin gespeichert haben, plus minus 1. Also mit 2 hoch x Schlüsselwerten haben Sie gerade mal x Höhenstufen plus ein Element auf der x plus ersten Höhenstufe. Und Sie wissen, wie schnell oder genau gesagt, wie langsam der Logarithmus wächst. Der Zweierlogarithmus von 1000 ist 10, also bei 1000 Elementen 10 Höhenstufen, also etwas unter 10 ist der Zweierlogarithmus. Für 1 Million Schlüsselwerte ist der Zweierlogarithmus etwas unter 20. Für 1 Milliarde etwas unter 30. Für 1 Milliarde Schlüsselwerte haben Sie 30 Höhenstufen in diesem Baum. Das heißt, einfügen und löschen mit diesem ganzen Hoch- und Runter reparieren kostet Sie 30 Mal von einem Index zum nächsten gehen und da Operationen machen. 30 Mal bei 1 Milliarde Elemente. 40 Mal bei 1 Billion Elemente. Ordentlich, oder? Kann man mit leben. Wieder wie bei B-Bäumen etwa oder bei Merge Sort hatten wir es auch, bei Algorithmen, wieder logarithmisch. Und der Logarithmus wächst so langsam, dass man damit gut leben kann. So. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Viele Lehrbücher hören leider bei dem auf, was ich Ihnen bis jetzt dazu gesagt habe, obwohl sie dann noch auf eine weitere Operation benötigen, wenn sie dann diese Datenstruktur verwenden im Rahmen von Algorithmen, wie wir das dann demnächst machen werden.
Eine weitere Zugriffsmethode. Wir haben jetzt zwei Zugriffsmethoden gesehen. Einen neuen Schlüsselwert einfügen, egal wie groß der ist. Und zweitens das Minimum, der minimalen Schlüsselwert, der an der Wurzel steht, extrahieren. Jetzt brauchen wir noch für viele Algorithmen, wir werden zwei Algorithmen kennenlernen, die Priority Queues brauchen und beide brauchen auch diese Operation, für einen Schlüsselwert hier, der irgendwo da drin ist. Für irgendeinen Schlüsselwert, wollen wir verändern. Wir wollen ihn vermindern, to decrease, verringern. Wir wollen, dass hier die 32 ersetzt wird durch eine 3 zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Also was dahinter steht, ist natürlich immer, das hatte ich bis jetzt noch nicht gesagt, das wird uns erst so richtig klar werden, wenn wir uns das bei den Algorithmen nochmal anschauen, dass natürlich der Schlüsselwert nicht alleine dasteht. Ja? Wir haben verschiedene Dinge in dem Heap und jeder dieser Dinge, die wir in dem Heap haben, hat eine Priorität, ausgedrückt durch diesen Schlüsselwert. Ja? An der 7 hängt irgendwie das dran, was diese Priorität 7 hat. An der 11 hängt irgendwas dran, was diese Prioritätsstufe 11 hat und so weiter und so fort. Ja, denn wirklich, da sind 10 verschiedene Dinge drin, die verschiedene entsprechende Prioritäten haben und nur die Prioritäten sind hier eingezeichnet. So, und für das Ding, was hier unten steht, und Priorität 32 hat, für das wollen wir sagen, der soll jetzt mehr Priorität bekommen. Ja, der hat vielleicht länger gewartet. Ja, Sie kennen das von irgendwelchen Numerus Clausus-Geschichten, Medizin oder so, wo man auch durch Wartezeit höher kommt in die Priorität, auch wenn die eigentliche Schlüsselwert, die Abiturnote, sich natürlich nicht ändert. Trotzdem kommen Sie durch Wartezeit dann höher, bekommen Sie einen höheren Prioritätswert. Und höheren Prioritätswert heißt ja bei unserer Organisation hier geringer Schlüsselwert. Ja? Sie haben irgendwas gemacht, dass Sie ganz nach vorne kommen und nicht mehr Prioritätswert 32 haben, sondern Prioritätswert 3. So, jetzt wird aus der 32 eine 3. So, naja, an der Struktur hat sich jetzt dadurch nichts geändert. Die bleibt immer noch dieselbe. Also die Struktur erfüllt weiterhin die Invariante. Ja? Auf jeder Höhenstufe alles voll besetzt, bis auf die letzte. Und die letzte ist von links durchgängig besetzt. Aber natürlich hat sich dadurch, dass wir hier den Schlüsselwert vermindert haben, beim Vorgänger potenziell eine Verletzung der Heap-Eigenschaft ergeben. Wie wir damit umgehen, wissen wir, genauso wie beim Einfügen, wir tauschen diese Verletzung hoch. Wir vertauschen die 3 mit der 28. Jetzt ist hier alles Paletti. Hier beim Vorgänger der 3 ist wieder eine Verletzung der Heap-Eigenschaft. Also tauschen wir die 3 mit der 11. Jetzt ist hier alles Paletti. Hier war sowieso alles Paletti. Vorgänger von der 3 kann wieder eine Verletzung der Heap-Eigenschaft haben. Auch hier. Und damit haben wir das hier die 3 bis oben hingetauscht und hier kann mit dem Vorgänger keine Verletzung der Heap-Eigenschaft mehr sein, weil es keinen Vorgänger gibt. Dasselbe auch nochmal wieder in der Variante mit einer leichten Modifikation der Schlüsselwerte im Beispiel, also genau gesagt, die 32 soll jetzt nicht mehr ganz brutal durch die 3 ersetzt werden, sondern nur noch durch die 12, also nicht ganz so ein großer Sprung nach vorwärts in die Priorität, in den Prioritäten. Also hier die 32, hier dieses Objekt, was hier mitgespeichert wird, hat nicht mehr Prioritätsstufe 32, sondern Prioritätsstufe 12. Jetzt gibt es hier wieder einen Konflikt, 28, hochtauschen. Und hier gibt es keinen Konflikt mehr. Hier unten ist sowieso alles okay, hier draußen ist alles okay. Es könnte wie immer nur einen Konflikt geben zwischen der 12 und ihrem Vorgänger, gibt es aber nicht. Die 11 ist kleiner als die 12. So,
Jetzt, nachdem wir das gesehen haben, können wir das Gesamtbild hier unten ins Auge fassen. Sie haben da immer gesehen, dass da immer noch ein bisschen Sachen mitgeschleppt werden, die wir uns aber noch gar nicht angeschaut haben. Wo ich Ihnen auch gesagt habe, dass Sie da eigentlich gar nicht so hinschauen sollen. Jetzt schauen wir da hin. Vielleicht erst einmal oder ich warten Sie mal, vielleicht bleiben wir bei diesem Foliensatz, Decrease Key. Gehen wir nochmal zurück. Das sagt sich jetzt so einfach. Ersetze die 32 durch die 12, nicht? Auf dem Papier für einen Menschen, bei so einem kleinen Beispiel, ist es kein Problem, die 32 durch die 12 zu ersetzen. Klar, haben wir ja gemacht. Aber für den Algorithmus ist das ein Riesenproblem. Denn irgendwo hier drin ist die 32. Zufällig gerade hier hinten. Ja, wir hätten aber auch genauso gut sagen können, hier, dieses Objekt soll nicht mehr Priorität 39 haben, sondern Priorität 12. Dann hätten wir hierhin gehen müssen. Woher weiß der Algorithmus, auf welche Array-Komponente er gehen soll, um dort die Priorität hier 32 in 12 zu ersetzen? Einfach alles mal durchlaufen? Schlechte Idee. Wir haben gerade unheimlich viel Mühe reingesteckt, um hier für Einfügen und Minimumsextraktion logarithmische Komplexität zu haben. Ja? Wir haben Mühe reingesteckt und als Belohnung haben wir anstatt linearer Komplexität logarithmische Komplexität. Und jetzt sollen wir uns das wieder kaputt machen, indem wir hier einmal linear durchs Array durchlaufen. Ist das die 32? Nö. Ist sie das? Nö. Ist sie das? Nö. Und so weiter und so fort. Bis hierhin. Aha, endlich die 32 gefunden. Das ist doch nicht geschickt, oder? Wie kriegen wir das hin, dass wir auch diese Operation mit Gesamtaufwand logarithmisch hinkriegen? Dafür brauchen wir das ganze Brimborium hier. Folgendes. So, erst einmal, hier sind die Schlüsselwerte. Das ist das Bild. Wir reden von Prioritätswarteschlangen, Priority Queue, und genau gesagt von beschränkten, bounded, beschränkten Prioritätswarteschlangen. Was heißt bounded, warum beschränkt? Wir richten uns vorher ein Array ein. Und mehr als das Array Platz hat, werden wir keine Schlüsselwerte haben. Das heißt also, derjenige, der diese Datenstruktur benutzen will für seinen Algorithmus, der muss vorher sagen, ich brauche eine Warteschlange, in der ich 1 Million Schlüsselwerte speichern kann. Dann geht diese Klasse her, der Konstruktor her, und richtet ein Array von 1 Million Elementen ein. Vielleicht noch von ein paar mehr, kann ja nicht schaden, aber prinzipiell von 1 Million Elementen. Und bei 1 Million ist dann Schluss. Mehr darf nicht eingefügt werden, weil kein Platz mehr im Array ist. So, beim Einfügen wird eben der Schlüsselwert eingefügt. Bei Extract Minimum wird nicht irgendein Schlüsselwert, sondern nur immer der minimale Schlüsselwert rausgespeichert. Und wir müssen bei Decrease Key, wenn wir vermeiden wollen, dass wir da alle Indizes des Arrays einmal durchgehen müssen, bis wir endlich den richtigen gefunden haben, dann müssen wir eine Identifikation, eine ID dieses Schlüsselwerts, den wir vermindern wollen, mit eingeben. Und das ist das Gesamtbild. Jeder Schlüsselwert, den wir einmal einfügen, bekommt in dem Moment eine Identifikation zugeordnet. Der erste, den wir eingefügt haben, bekommt die 1. Der zweite, den wir eingefügt haben, bekommt die 2. Der dritte, den wir eingefügt haben, bekommt die 3 und so weiter.
Und das Einfügen gibt dieser ID zurück. Beim Einfügen eines Knotens wird diese ID zurückgeliefert. Als Rückgabewert an den Algorithmus, der diesen Schlüsselwert mit dem Objekt, was diese Priorität hat, dann reingetan hat in die Bounded Priority Queue. Dieser Algorithmus bekommt diese ID zurück und verwaltet die. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Wenn wir uns demnächst den Algorithmus von Dijkstra ansehen, werden wir sehen, was das genau heißt. Der Algorithmus verwaltet diese IDs und wenn der Algorithmus der Meinung ist, dass zum Beispiel hier das Objekt mit dem Schlüsselwert 28, was für ihn das Objekt mit der ID 4 ist, dass das mit dem Schlüsselwert, dass da der Schlüsselwert verändert werden soll, dann wird in Decrease Key nicht nur der neue Schlüsselwert eingegeben, sondern es wird nicht die 28 eingegeben, sondern die 4, die ID von dem Objekt mit Priorität 28. Ja, der Algorithmus bekommt beim Einfügen der 28 die ID 4 zurück und bei Decrease Key gibt er die 4 wieder an die Bounded Priority Queue zusammen mit dem neuen Prioritätswert und der Algorithmus guckt nach, wo steht das Objekt mit der ID 4? Aha, hier, diese 28 wird mit dem neuen Wert überschrieben. Noch nicht die ganze Wahrheit, nicht? Denn woher weiß er jetzt, dass hier, ja, schauen Sie sich doch mal an, wie munter die IDs hier durch die Vertauschungsoperation durcheinander gekommen sind. Schauen wir uns das nochmal Beispiel an, was wir als letztes hatten. So, hier sehen Sie zufällig schön die IDs alle in der schönen Reihenfolge. Wenn wir jetzt anfangen hier zu tauschen, sehen Sie, fängt an, die Reihenfolge zu bröckeln. Plötzlich ist die 9 hier und die 4 ist hier. War es das? Okay, aber in dem Beispiel ist das noch nicht so wild, aber Sie sehen, das kann jetzt beliebig wild werden. Ja? Diese IDs, die ID 1 muss nicht an Position 1 stehen, die kann an irgendeiner Position stehen, die ID 2 muss nicht an Position 2 stehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben das Problem erst noch verschoben, nicht gelöst. Wir lösen das Problem durch diesen zusätzlichen Array, was hier unten steht. Die 4, wenn ich jetzt Decrease Key aufrufe mit, nehmen wir mal irgendeine Zahl, nehme ich die 4, wie eben. Ich rufe die Decrease Key mit 4 auf. Mit das Element und will den Schlüsselwert verändern von dem Element mit ID 4. Was macht jetzt die Decrease Key? Der guckt hier unten. 1, 2, 3, 4. An Position 4. Und guck nach, hier ist die 9. Ha! An Position 9 ist das Element, dessen Schlüsselwert ich verringern will. Das ist die Logik. Ja? In dem Moment, als ich die 28 eingespeichert habe mit Insert, hat Insert die 4 zurückgeliefert als Identifikation für dieses Objekt mit dem Schlüsselwert 28. Die Logik ist, dass damit in diesem zusätzlichen Array diese Position hier reserviert ist für dieses Objekt. Wenn ich jetzt bei Decrease Key die 4 eingebe,
guckt er sich an, was steht hier an der Position 4? Die 9, aha, die 28. Hier steht die 28, die soll dann durch den neuen Wert ersetzt werden. Wie funktioniert das alles? Jedes Mal, wenn wir vertauschen, dann vertauschen wir ja auch unten die Positionen. Ja? Vorher war hier das an Position 4 das Element mit ID 4 und an Position 9 das Element mit ID 9. Und wenn wir die beiden vertauscht haben, vertauschen wir hier auch unten. Wir merken uns, hier an ID 4 bedeutet jetzt Position 9 und ID 9 bedeutet jetzt Position 4. Wann immer wir eine Vertauschung machen, vertauschen wir die beiden Positionen hier unten auch, sodass die Positionen, wann immer wir auf das Element mit ID 4 zugreifen, müssen wir einfach nur an Index 4 hier schauen und wissen, wo das Element mit Index 4, mit ID 4 ist. Ja, das ist ein ganz normales System in der Informatik, eine Indirektion. Ja, eine ganz normale Maßnahme in Informatik, Indirektion. Und warum speichern wir uns hier nochmal die IDs mit? Also die schleppen wir immer mit. Diese ID 9 hängt immer an dem Objekt, die ID 4 hängt immer an dem Objekt. Warum schleifen wir die mit? Weil wir ja, wann immer wir die 28 irgendwo hintauschen wollen, wissen müssen, wo wir die neue Position der 28 hinschreiben müssen. Wenn wir hier die 12 vertauschen, irgendwo hin vertauschen wollen, dann wissen wir, aha, die 9 an Position 9 müssen wir den neuen Index der 12 hinschreiben. Deshalb, aus diesem Grund, werden hier nochmal die IDs mitgespeichert. Sodass wir hier immer haben, hier haben wir eine ganz wilde Situation, wenn wir beispielsweise das Element mit ID, was wollen wir nehmen, mit ID 5 nehmen wollen, da an dem Schlüsselwert was machen wollen, gucken wir hier an Position 5, da steht die 10, da ist die 39 und siehe die 5 wieder zurück. Wenn wir die 39 jetzt irgendwo hintauschen wollen, dann sehen wir hier, dann wird die 5 mitgetauscht. Die ist immer bei der 39 dabei und wir sehen hier 5, aha, hier müssen wir den neuen Index der 39 hinschreiben, sodass das System immer aufgeht. Nochmal noch einen letzten Punkt dazu, dann bin ich hier fertig an dieser Stelle, dann haben wir Heaps erledigt. Wir haben ja das Problem, dass wir potenziell wild hin und her einfügen, Minimum extrahieren, ja, in einer beliebig wilden Reihenfolge haben können. Ja. Wir haben erstmal einen Haufen Elemente eingespeichert, so viel wie Platz haben, dann ist voll, dann extrahieren wir wieder, wieder neu eingespeichert, dann ist. Aber woher, wenn wir einmal bis zur Fülle Schlüsselwerte eingespeichert haben, dann haben wir alle Positionen belegt. Ja, wenn wir dann wieder Elemente rausspeisen mit Extract Minimum, dann haben wir wieder Platz, um neue Schlüsselwerte einzufügen, aber die Positionen sind ja noch belegt. Und die Idee ist hier, einfach eine Liste von freien Positionen zu verwalten. Am Anfang, bei der Einrichtung des Heap-Objekts, sind in dieser Liste noch alle Positionen drin, der Einfachheit halber von vorne bis hinten. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Position brauchen, wenn wir ein neues Element einfügen und eine neue ID, entsprechend eine neue Position im Positions Array, dann nehmen wir uns das erste Element hier, das wird jetzt reserviert für das neue als Position, als ID für das neue eingefügte Element und nehmen natürlich das aus der Liste raus. Und immer dann, wenn wir mit Extract Minimum eine Position freikriegen, irgendwo hier,
dann fügen wir vorne ein Element an, was dann auf diese Position verweist, sodass wir immer so viele freie immer die freien Positionen verwalten, jedes Mal, wenn wir ein Element einfügen wollen und wir haben noch nicht bis zum Anschlag eingefügt, also wir können dann eigentlich noch ein Element einfügen, dann haben wir auch eine Position in dieser Liste aller freien Positionen, in der wir die wir da herausnehmen können, in konstanter Laufzeit. Ja, vorne nehmen wir immer die Position, konstante Laufzeit. Und wenn wir mit Extract-Minimum eine Position freigeben, fügen wir sie auch vorne an, hat auch konstante Laufzeit. Passt alles wunderbar. Und damit haben wir auch logarithmische Laufzeit insgesamt hingekriegt für die dritte Methode, Decrease Key. Müssen Sie hier das Letzte, was ich gesagt habe, das habe ich mir aus gutem Grund fürs Ende aufgespart, müssen Sie sich vielleicht noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wenn Ihnen das nicht sofort einsichtig ist. Aber ich bin zuversichtlich, das sind Dinge, die angehende Informatiker gut verstehen können. So, damit bin ich für heute durch. Ein bisschen länger gedauert, aber es war mir wichtig, das noch zu Ende zu machen. Möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt für den kleinen Überzug auch für Ihre Geduld bedanken und würde mich freuen, wenn ich Sie dann ja, Donnerstag 8 Uhr oder wenigstens Dienstag nächste Woche, dann, wenn Ihnen Donnerstag 8 Uhr zu früh ist, wenn ich Sie dann wiedersehen durfte. Bis dann.